So, hallo und zurück, Satisfactory 1.0, Folge. Jetzt sein. Wir haben bei der letzten Folge Blueprints erstellt für eine neue Art von, wie man da sagt, neue Art von Stützen für den Zug. Wir haben gerade Stützen gebaut, wir haben schräge Stützen gebaut, wir haben die Verlängerungen gebaut, wir haben die Kurven gebaut. Ja. Dann bin ich draufgekommen, wie da die Hypertube so gesetzt hat. Da denkt man, naja, Hypertube heißt eigentlich schnelle Fortbewegung. Dann bin ich hergegangen und habe das noch ein bisschen umgebaut. Sagen wir mal so, ich habe eine Hypertube entwickelt, bei der man bei jeder Stütze einsteigen kann. Und je nachdem, was für Stützen das ich verbaue, ich beschleunige oder abgebremst werde. Das heißt, nehmen wir Hypertube normale Geschwindigkeit da hinfahren, wo sie geht, ja, so 1-2 Kilometer, sondern wenn es bergauf geht, wahnsinnige Beschleunigung, ja, zum Beispiel, kann man alles machen. Und das zeige ich euch jetzt einmal. Habe ich viel herumgetüftelt. Das ist jetzt mal provisorisch, da haben wir da, wie man da sagt, haben wir da viele Stützen verbaut. Weil wir müssen da hintere, da ist der Schwefel und der Stickstoff. Und ich möchte mit dem Zug holen und nicht mit der Pipeline. Und damit man eben da schnell hinkommt, bleiben wir da mal in die Hypertube rein. So, das ist jetzt die erste Beschleunigung. Dann habe ich nichts eingebaut, weil sonst wird es zu schnell. Nur mehr Beschleunigung, dann nichts. Nur mehr Beschleunigung, nichts, nichts. War da theoretisch nur mehr eine Beschleunigung. Ja? Ist aber nicht, weil da nicht geht es nicht weiter. Verändert nicht. So. Natürlich müssen wir da jetzt dann ein Stück in T bauen. Das heißt, die Hypertube würde dann bergauf gehen. Automatisch abbremsen. Das heißt, vor der Hypertube habe ich nur mit zwei Beschleunigungen rein, da schießt man auf wie der Wahnsinn. Und der Vorteil, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, da nicht, sagen wir, jetzt habe ich da irgendwas, eine Schnecke gefunden oder so, irgendwas. Da kann ich Zug fliegen, ich kann theoretisch den Hypertube verlassen, indem dass ich A oder D drücke. Während ich da durchfahre durch das Ding und dann schleudert es mir aus. Das heißt, ich kann die Hypertube jederzeit verlassen, aber auch ich kann die Hypertube betreten. Und das ist das Geile daran. Ja? Jetzt drücke ich nach links. Vorführeffekt. Nein, geht doch nicht. Wieso geht das jetzt nicht? Eigentlich hätten wir da jetzt ausziehen müssen. Moment einmal. Wollen wir nochmal? Achso, Moment. Genau, starten. Abbremsen. Wieso geht das nicht? Also, dann ist es wahrscheinlich wie bei kein Strom nicht da war, deswegen hat das funktioniert. Okay, geht nicht, aber man kann halt überall einsteigen. Man muss halt hinten schief lang und man kann überall einsteigen. Aber das ist die Idee dahinter, damit man schneller mit der Hypertube ist, ja, als wie mit dem Zug. Ja. Und jetzt bauen wir das einfach weiter. Aber einsteigen kann man überall. Die normalen habe ich gemacht, weil ich habe da die ganze Line gemacht mit der Beschleunigung, aber das ist ein Wahnsinn, da wird man so schnell. Zu schnell, sagen wir mal so. Weil es ist jetzt schon sehr schnell eigentlich. Und jetzt würde ich ja nur mal. Achso, genau, weil da ist kein. Deswegen geht das. Weil da kein Ding nicht ist, das gelb ist. Ja, egal. So, dann. Da haben wir da jetzt sind. Ich weiß jetzt nicht, wie noch 4 müssen, oder? Wieder normale her, weil jetzt haben wir eh schon ziemlich schnell dran.
Was soll ich jetzt noch? Moment mal. 6e, da müssen wir hin. Ohne. Das ist praktisch ohne. So, mich hat gestern noch wer gefragt, warum das gelb ist, wenn ich das setze. Das hat den einen Grund. Wenn ich Foundation auf Foundation drauf setze, wird es blau. Aber wir haben da eine Wand verbaut. Also das Meterstück haben wir da verbaut. Das ist da drin. Und das Meterstück, das muss theoretisch, müsste man das weckern da. Das will ich aber nicht, weil das in der Mitte, das kommt ja weg. Das lassen wir ja nicht. Das kommt komplett weg. Ja. Die sind diesmal komplett frei. Nicht so wie beim Community Server, wo wir damit die glänzende Foundation lassen haben. Da kommt es weg. Und dann müsste ich dann da per Hand das wieder dazu bauen. Und so, wenn ich es jetzt weg tue, ist schon fertig. Ja. Also das, wenn ich das jetzt weg tue, da, das da, dann wäre es blau, wenn es Foundation auf Foundation geht. Und gelb erst, wenn man es einrucken würde. Also das verschwindet theoretisch in diese Foundation rein. Ja. Da sieht man es, wenn man es wieder drauf tut, auch gelb. Ja. Würde ich das jetzt entdecken da. Und ich würde jetzt die Foundation, also jetzt ist es blau. Und deswegen ist das gelb. Ja. Weil man da, das ist nicht richtig positioniert. Das ist schau richtig positioniert, ich weiß, da muss man ein bisschen aufpassen beim Schauen, weil auch diese Kante steht theoretisch über die zweite Foundation drüber. Weil ich sitze bunt auf. Weil dran sitzen kann man ja nicht, weil da würde ja Mitte das Ding nehmen. Da müssen wir runterbauen, damit man es dran sitzen kann. Und ich baue praktisch oben drüber, dass ich es von unten drauf sitze. Somit habe ich einen Anhaltspunkt, wo es zappt. Würde ich das nicht machen? Also ich sage, ich gehe jetzt her, möchte ich jetzt so direkt da dran setzen, das Ding, ja, das würde ja nicht funktionieren. Ja, weil der möchte jetzt unten drauf sitzen, ne. Das geht nicht. Das heißt, der hat den Z-Punkt auf der untersten, die unterste Foundation, was da ist. Und der Z-Punkt wäre da, ne. Dass ich sage, okay, möchte ich jetzt da drauf sitzen, geht nicht. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Deswegen muss man oben das drüber bauen. Und dann ist jetzt der Anhaltspunkt oben. Ja, auch wenn ich da jetzt hergehe. Ja, wenn ich jetzt dann auf die Foundation, die was unten ist, hingehe, geht das nicht. Ja. Würde er wieder hochgehen. Sobald ich aber die obere Foundation berühre, ja, ist oben der Z-Punkt. Ja, gehe ein Stückchen vierer. Jetzt wäre theoretisch die Wand, die was mit verbaut worden ist, ja, wäre jetzt dann, da war jetzt ein Zwischenraum drin. Da müssen jetzt zwei Wände dann verdenken. Wir aber nicht. Jetzt gehe ich genau eins zurück. Und jetzt ist er genau fixiert. Also genau da, wo er hingehört. Kontrollieren wir. Ja, genau wie er gehört. Und die Wand, wie man da sieht, ne, die steht ja da drüber. Und das ist genau der Grund, warum es dann gelb ist. Und da ist die Wand auch drin. Die verschwindet aber dann, wenn ich das weg tue. So. Jetzt fahren wir da noch gerade 4. Schon wieder Fehler aufgetreten. Ich bin gerade dabei, dass ich auch meine Geschwindigkeiten teste. Und zwar, weil wir ein Problem haben mit dem Internet. Also Internet. Problem haben wir diesbezüglich, weil immer wieder die Upload-Rate runterfällt, ja. Deswegen haben wir Langzeittests jetzt habe ich am Laufen, so wie da. Das ist natürlich, da geht Streamen absolut nicht und das müssen wir den Anbieter weiterleiten machen, weil mit denen sind wir schon im Streitgespräch, sagen wir mal so. Die Geschwindigkeiten selber sind super, aber es nutzt nichts, wenn dann immer wieder
Zusammenbrüche sind, dass gerade so duscht, wo man eigentlich gar nichts mehr da kann, so wie da. Um halb 11 Uhr abends, da ist überhaupt nichts mehr gegangen. Ja. Da haben wir da, normalerweise sollten da 500, 100 stehen. Ja. Und ja, Upload von 20:30 Uhr bis 22:30 Uhr ist eigentlich gar nicht vorhanden gewesen. Ne? Das ist da nicht, da kannst du nicht einmal Fernsehen oder sonst YouTube gar nichts mehr, weil du die Pakete nicht mehr auffordern kannst. Ja. Das RTR ist ziemlich gut, was das angeht. Das ist entwickelt worden, eben genau für seine Sachen. Da kann man Langzeittest machen, alle 10 Minuten testet er das. Ja, super. So, wann geht's da weiter? Dann machen wir nochmal ohne. Jetzt lassen wir aber da den Ding drauf, weil vielleicht baue ich das dann nochmal ab. Das müssen wir dann einfach mal testen, wie schnell das man da ankommt. Weil jetzt kommt man theoretisch, naja, eigentlich möchte ich bis 4 fahren. Und dann. Die Rundung rein da, die was wir gebaut haben. Also die Blueprint, die was wir erstellt haben mit der Rundung. Mit den ganzen halben Foundation. Na? So, jetzt würde ich sagen, wen haben wir denn noch? Weil ist es nicht mehr. Jetzt haben wir da einen normalen her. Oh, der Draht ist aus. Wieso ist der Draht aus? Haben wir denn nicht schon. Draht. Wieso wird der nicht befüllt? Ah, das ist blöd. Okay. Dann nutzen wir gleich zum Zurückfahren die. Mal diese irgendwas machen. Ja, brauchen wir keinen Draht nicht. Dann brauchen wir keinen Draht nicht. Dann bauen wir gleich das rein. Und die Schienen, die mache ich ganz zum Schluss diesmal. Weil es geht sowieso oben dann die Ding abbaut. Die Stromleitung, die was ich jetzt provisorisch aufstelle, dass ich fliegen kann. Weil vorher habe ich das mit den Schienen gemacht mit dem Fliegen und dann zwischendrin immer wieder mit dem Jetpack wieder runter, aber da ist überall Wasser, da geht das gar nicht. Ja. Da müssen wir eigentlich fliegen, weil sobald das Wasser halt auch kann ich kein Werkzeug mehr in die Hand nehmen. So, gehen wir da jetzt gleich rein. Das ist jetzt das Klasse-Draht, da haben wir jetzt einfach da reinfliegen können. Und schauen, kommen wir mal zurück, ziemlich schnell zurück sogar. Und schneller als wie wenn ich sogar das Admin-Tool, wo ich fliegen kann, ja. Blöd ist, dass wir jetzt da so weit zurückfliegen müssen, aber wieso ist eigentlich der Draht aus? Weil das müssen wir dann normalerweise befüllen oder haben wir einen Stromausfall? Nein, kann nicht sein. Strom haben wir, sonst war jetzt der Hypertube auch nicht gegangen. Ah ja, genau. Wir haben da Setup-Änderung gemacht. Wir haben jedes Mal, weil ich habe da zwei Fenster. Hey, das ist rot. Wir haben schon einen Stromausfall. Wieso haben wir einen Stromausfall? Oh, Kacke.
Handstrom. Aber warum? Warum kann ich fliegen, wenn ich keinen Strom nicht habe? Na, da haben wir einen Strom. Hä? Spinne? Haben wir 13.200? Wo geht der? Die haben dann Strom. Das ist Salpetersäure. Da geht der Betonkoks ab. Die haben dann Strom. Da haben wir keinen Strom mehr. Wieso? Hä? Geht der Schwerlob. Wieso haben wir da keinen Strom nicht? Zwischen die da ist kein Strom da. Da geht's oben. Da irgendwas wecken da. Müsst ihr eigentlich da fahren? Laufen die jetzt wieder? Die laufen wieder. Trotzdem, da geht noch was ab. Warte mal. Hey, der hängt nirgends dran, oder? Da können wir nur 2000. Wieso hängt der da nicht zusammen? Hier. Ach so. Fünfzehntausend. Okay. So, wird jetzt der Drop befüllt? Immer gibt es Problemchen.
wieder zurück. Hallo. Ist sie ärgern? Die laufen auch noch. Bei 1000 bringen wir vor die Kohlekraft her und 1000 sind die, die 4, die was da laufen. Oder müssen sogar 5 laufen, sogar wenn man mich wieder ist, oder? 2 für 5, ja. 1250 kommen von da und Kohle, glaube ich, sind es gar nicht mehr 1000. So, aber wieso wird der Draht jetzt nicht geliefert? Das liefert der da nicht rein. Ach so! Gar nicht liefern! Das ist dumm, geht. Meine Güte, nein. Mal mit. Und durch das viele Auf- und Abbauen haben wir da schon so viel Zeugler mit. Da reichen eigentlich zwei Stacks von und jeden. So. Ja, beim letzten Folge haben wir Fiesplatten gesucht. Wir haben jetzt endlich das verdünnten Treibstoff. Das bauen wir dann da herum nochmal um. Aber wahrscheinlich erst, wenn wir. Mal schauen. Genau. Praktisch die Treibstoffdinge, die da mal weg. Die Raffinerien. Und dann machen wir zusätzlich noch Schweröl und aus dem Schweröl machen wir dann den Treibstoff. Weil da sparen wir uns viel Öl. Und wir können die Anlage theoretisch bis dahinten mit einem Raketentreibstoff. Und wenn wir später noch den Ionisierten nehmen, der ist nämlich auch schon freigeschaltet, kommt man theoretisch. Wenn ich da vorstelle, Raketentreibstoff, der Ionisierte braucht 3 pro Minuten. Das heißt, da hätte man es sogar auf dem Turbotreibstoff halbiert, ne? Mehr als wie halbiert. Das heißt, ich kann die doppelte Menge an Generatoren aufstellen. Die Atomkraft wird eh nicht bleiben, da werden wir gar nicht bauen müssen, weil wir einfach das Material brauchen für die nächste weiterführende, für die letzte Phase. Wenn jetzt Phase 4 abgeschlossen worden ist, dann kommt ja nur eine Phase. Und für diese Phase brauchen wir auch Nuklearsachen. Und da werden wir nicht auskommen, weil Atom mache ich ehrlich gesagt ganz selten, weil es einfach so aufwendig ist. Und das kommt jetzt darauf an, wie viel Strom das wir brauchen. Aber die kommen dann weg. Die da, statt denen da kann man dann sich nicht her, wo es noch mehr Schweröl rückständig gemacht wird. Aber jetzt brauchen wir zuerst noch Schwefel und den Stickstoff. Und wenn wir den da haben, können wir die Salpetersäure machen. Und mit der Salpetersäure können wir dann automatisch den Raketentreibstoff machen. Den Raketentreibstoff, den was ich braucht habe jetzt zum Freischalten, den haben wir mal gekauft in dem Store. Weil sobald das freigeschaltet ist, kann man das kaufen. Für den Ionisierten, weil für den Ionisierten braucht man 100 Raketentreibstoff. Und ich meine, bevor ich die Fissplatten alle komisch benutze. So, wie man sieht, immer da sehr schnell unterwegs. Ah, das ist wieder eine geile Hyperdup. Bin schon gespannt, wenn es fertig ist. So, und jetzt machen wir.
Die Beschleunigungshalbprodukt. Die Frage ist, wie hoch müssen wir eigentlich? Jetzt sehe ich da gerade was. Bin wahrscheinlich nur zwei weg. Da beschleunigen wir nochmal. Lassen wir dabei noch. So. Dann können wir noch einen herbauen, oder? Bitte noch einen aus. Wollen wir jetzt mal ein bisschen herumprobieren? Ohne. So, und jetzt? Oder ist es noch zu bald? Weil wir müssen jetzt da rauf. Ich möchte aber gescherst. Brauchen wir jetzt um 3. So, dann schauen wir mal, wie das mit der. Ob das so funktioniert, wie wir es ausprobiert haben, das letzte Mal. Und zwar 0. Das ist jetzt unser Blueprint. Okay, dann müssen wir weiter raus. Und noch ein Mopper. Und ich muss noch weiter runter, weit kann ich runter, ohne dass der Strom ausfällt. So ein bisschen zurück. Da ist jetzt ein bisschen blöd. Da muss man aufpassen, weil nämlich der kann nämlich, den kann man nämlich einschieben, weil das eine halbe Foundation ist, die hat keine Kollisionsbox. So, und jetzt müssen wir so viel weckern da, dass wir da mit der Schrägen ungefähr da aufkommen. Das wird ungefähr der da sein. Der da wird, ist schon ein bisschen zu stark. Aber der da kann es gehen. Das heißt, wir dann jetzt alle weg, was wir nicht brauchen. Ja, aufpassen, dass wir nicht zu viel weckern löschen. Immer noch zu viel. Wie schaut es mit dem Inventar aus? Das geht sich aus. Passt der jetzt? Oder sollen wir den nächsten nehmen? Probieren wir jetzt einfach aus. Können wir in den Felsen rein, oder? Geht es nicht aus. Das heißt, wir müssen den einen wecken da. So. Oh, das geht jetzt schön aus. Das geht jetzt schön aus. So. Jetzt ist das so. Man muss die Schiene jetzt praktisch da herlegen. Müssen da nochmal dran bauen. Und dann wird da nur eine gerade Stützen herbaut. Das heißt 6 und mit Beschleunigung. Ich weiß nicht. Oh oh.
Passt, da beschleunigen wir nochmal. Und jetzt bauen wir da die Schräge ein. Wir machen lauter Zweier. Das heißt, hier wird die Schräge benötigt für die Schiene. Und wir fahren jetzt dann da die Zähne hoch. Dann schauen wir gleich da, wie das mit der Schiene funktioniert, ob das funktioniert, wie ich meine. Theoretisch müsste ich mit der Schiene von da weg fahren. Und auch von da bis daher. Geht sich das überhaupt aus? Das geht sich aus, ja. War das gleiche. Das ist praktisch jetzt die Rundung, was gemacht wird. Und von da weg an bis Mitte sind es ja genau 12, das heißt, da können wir auch nicht weiter. Das heißt, wir fahren bis daher und machen da und da die schöne Rundung. Und wie schaut das aus? Ja, perfekt eigentlich, ne? Gerade so. Ja. So. Und jetzt setzen wir unsere erste Schräge. So, die Schräge muss jetzt da her. Das heißt, das wäre jetzt unser Stütze. Dann braucht man da 1, 2. Ah. Da 4er. Und das weg. Theoretisch müsste man die jetzt da oft sitzen können. 7. Ja. Müsste passen. Ja, passt. Weg, weg. Und jetzt wäre da jetzt ein Praktschock von Mitte. Ja, was da passiert. Da, jetzt ist es gerade. Schaut gut aus, da die sagen, ne? So, das gleiche machen wir jetzt da auf. 1 plus 10. Dann haben wir auch mal einen Strom. Dann ist das ist jetzt die Stütze. Dann einen hersetzen. Und dann zurück. Weglöschen. Aber ganz der Mund aufgesägt. Und Stütze. So einfach geht das. Immer. Ich sag, so einfach geht das. Ich hab da sehr viel herumprobiert. Also, das ist nicht, dass man jetzt sagt, okay, der baut die Blueprint und dann geht's ruckzuck wieder hin. Also, da haben wir wirklich viel, viel herumgetestet und herumprobiert, dass das so ruckizucki geht. Ja. Das heißt, bei euch ist das jetzt eine Erleichterung, weil ihr es nicht mehr selber ausprobieren müsst, was machen müsst, dass das funktioniert. Also kann man jetzt einfach abschauen und sagen, okay, hey, geil, so baue ich jetzt da. Zum Beispiel. Oder ihr habt einen besseren Weg, ja. Wenn wer einen besseren Weg hat, das schneller zu machen oder besser zu machen, bin gern für alles offen. Ja. Na, ja, fahren wir halt noch so weit in den T. Eigentlich kommt man da jetzt gerade fahren. Weil wir konnten da in der Schlucht durchfahren eigentlich. Die Frage ist, das habe ich da vorne noch. Ist da vorne noch was?
Ah, da ist noch einer, schau, da ist noch einer. Das heißt, wenn ich jetzt da weiterfahre, komme ich entweder unten durch oder. Das ist jetzt die Frage, komme ich da unten durch oder nicht? Jetzt müsste man theoretisch hergehen und da die Foundation für die bauen und ausprobieren, weil sonst muss man alles wieder abreißen. Und die Foundation sind eigentlich am schnellsten gemacht. Das heißt, da müssen wir sowieso einen Grad fahren und dann fahren wir mal vier da und mal schauen, was passiert. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Weil ich will nicht auffahren, runterfahren. Das sollte eine schöne Linie werden. Wie wenn das ausgemessen worden war vom Geometer. Naja. Das kann sich ausgehen, da können wir mit Zug unten schön durch. Ja, muss ich ausgehen. Ja, leicht, locker. So, bauen wir wieder alles ab. Das heißt, wir wissen, das passt jetzt an, da können wir jetzt gerade weiterfahren. Und da fahren wir durch die Schlucht durch hier einfach. Weil alles über das gesamte Gelände zum Bau, das finde ich ein bisschen dämlich. Weil das ist einfach nur, okay, es ist einfach gemacht. Aber Spaß macht das keinen, weil dann baue ich gleich eine riesen Foundation oben drüber und ziehe einfach alles auf, ne? Ah, dann müssen wir da noch bauen. So, dann haben wir da praktisch schon den. Ah, schau, das haben wir falsch. Sehe ich gerade. Und zwar können wir da her. So, dann haben wir da 10. Dann schauen wir nicht die Viecher aufwickeln, oder? So, da machen wir jetzt so, dass man nicht. Tauschen wir den einmal aus, oder? Ohne 6, weil dann muss ich nicht umschalten. Da brauchen wir keine Beschleunigung nicht mehr. Weil dann würde ich nach unten nicht viel rasen. Aber das müssen wir jetzt theoretisch ausprobieren. Das machen wir jetzt gleich. Wir verbinden da mal. Ah, jetzt geht es ums Arschlecken nicht aus. Das stört mich jetzt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, was wollen denn die? Naja. Da bin ich gespannt, ob wir da auch viel beschleunigen, Vollgas. Da müssen wir natürlich, das Problem ist, dass man, wenn man das jetzt testen, theoretisch die ganze Strecken testen muss, weil man nimmt ja von den anderen Beschleunigungen mit. Wissen tut man es eigentlich erst, wie schnell das man ist, wenn man die gesamte Strecken fertig hat und noch einmal durchfliegt. Weil von der ersten Beschleunigung bis zur letzten eigentlich das ausschlaggebend ist. Was ist jetzt? Leitung zu lange. Was? Hä? Habe ich den Verkehr erwischt? Naja. Ja, da sieht man das jetzt dann, wie ich sage, was ich eine Ding sitzen. Also eine von den Sätzen plus 10 und die 12, die ist dann theoretisch die nächste Ding. Das hat einen Grund, warum das so ist, weil einfach sonst die Leitungen für die Hypertube, für die Stromleitung einfach alles zu lang ist. Und dann funktioniert das nicht. So. Ah, in eine andere Richtung. Kann ich eigentlich da rein das Ding wechseln? Nein, kann ich nicht. Das ist schlecht. Wenn man sich dort eine Plattform machen, weil ich möchte nämlich zu Sicherheitsgründen möchte den Jetpack auf da, weil wenn ich da voll ausgeschleudert wäre, dann hilft mir der Schwebe-Rucksack nichts, weil kein Strom nicht da ist. Das heißt, wir setzen da eine Plattform her, dass ich landen kann. Dann unser Jetpack rein. Und dann jetzt schauen wir mal, wo wir ankommen dort. Erste Beschleunigung, zweite, dritte, vierte und jetzt die letzte. Nein, nur eine. Das heißt, jetzt schießt man voll auf. Oh, oh, brems, 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 brems. Bist du deppert. Naja, ich glaube, dass man da ein bisschen zu viel Beschleunigung hat. Das heißt, wenn wir da jetzt ganz normal weiterbauen, mit ohne Beschleunigung, glaube ich, reicht das vollkommen aus. Und von der anderen Seite nur mit zwei Beschleunigungen, dass man da her schnell herkommt, dann geht es eh gleich bergab und dann gibt Vollgas. Ja? Also, ich glaube, dass es das eine geile Hypertube wird, wenn die ganze Fläche, also alle Biome, was sind, mit der Hypertube so bestückt wird, ist die Hypertube-Preise eigentlich super klasse. Also da braucht man dann theoretisch das eine eh nicht. Das, was noch kommt bei der letzten Phase, kriegt man ja dann das Portal. Ich meine, das Portal ist auch nicht schlecht, aber im Endeffekt brauche ich dann eine Hypertube noch, brauche ich noch irgendwas nachher. Das ist das Problem. Dass Innovation, mal das gleiche so wie jetzt, der Bauzug zum Beispiel, jetzt haben sie alle, jahrelang haben wir eigentlich einen Bauzug gehabt, mit den Dimensionalportale, mit den Dimensionalen Inventare brauche ich das nicht mehr, weil ich habe alles mit, ne? Ich habe alles mit. Draht zum Beispiel ist scharf viel, ne? 2500, da komme ich ewig aus. Das ist ja, fürs Bauen ist das optimal, ne? Das ist, Inventar selber brauche ich eigentlich nur noch zum Zlegen.
Weil er baut da sowieso aus, aus dem Ding, ne? Also deswegen geht's nicht. Das sollte man da die Schau einschalten. Sehen wir schon, warum er Inventar nicht labert. Ja. Schweberucksack wieder rein. Ah. Vorne. 10. Wo ist er denn? Haben wir noch nicht gesehen. So. Oh, ich war schneller wie du. Ich hoffe, dass das passt. Ja. Da brauchen wir keine Schleiniger mehr. Eins. Und das ist zu viel, glaube ich. Oder? Ja, das geht. Wenn wir ein wenig aggressive Kurven habe ich jetzt an das 1 gesetzt. Wenn wir zählen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passt. Dann setzen wir da noch einen her. Und da machen wir die Rundung rein. In die andere Richtung. Nicht mehr. So, jetzt brauchen wir für die Rundung da einmal einmal um. 3. 3. 3. Ah, das wird zwang. Und dann wird einer mal zu, oder? Weiter da nicht. So, und jetzt wollen wir in die andere Richtung. Und dann rasieren wir die weg, ist ja noch zwang. Und dann rasieren wir die weg, was wir nicht brauchen. Weg ist so schlecht. Haben wir eh schon drin. So muss es passen. Ja. So, und jetzt haben wir dieses weg, was wir nicht brauchen. Nutzt viel. Naja, das schaut nicht schlecht aus, da die sagen, ne? Brauchen wir einen ganzen. Das mittlere kommt ja dann auch weg, ne? Das wird komplett weg da. Und dann kommt da wieder die nächste Stützen her. Dann fahren wir wieder weiter.
Ja. Und so baue ich ihr Zug, ne? Bin jetzt weit weg, kostet mich aber nicht killen. Ja, theoretisch kommt man dann da wieder runterfahren, ne? Oh, das ist blöd. Können wir dann nochmal kontrollieren wegen einem Zug? Ja, geht das leicht aus. Aber das ist natürlich blöd. Oh. Da müssen wir dann da bei der die Hyperloop höher setzen. Oh, einiges höher sitzt sogar. Da ist natürlich jetzt die Frage, wenn ich es höher sitze, kann ich die überhaupt noch verbinden nachher? Weil wir sind auf Abstand. Oh, das geht schon. Da fahren wir einfach da vierer. Mal sagen, okay, wir fahren da her. Haben wir was gut gemacht von der Länge her. Ja. Die Stützen sind stromführend. Man sieht da links und rechts an, kann man Strom abführen. Aha. Wie sieht das aus? Ich glaube, da haben wir auch ein Problem mit der Hyperloop. Wie sieht das aus? Können wir da unten durch? Das war ein Hit, wenn das unten durchgegangen. Ja, super klasse. Strom oben drüber. Was wird denn das? Bin ich ärgern oder was? Das heißt, was habe ich jetzt aufgeklickt? Ah! Oh oh. Ach so. Geht das aus? Dann kommt mir am Tag mal noch dran sitzen, ne? War auch noch an. Naja, schaut ja ganz sauber aus, da die Song, ne? Habe ich die Hyperloop jetzt fertig gebaut? Na, schauen wir mal.
Ah, da kommt man auch weg an da. Ja, ist schon geil. Oh. Autsch. Das ist schon geil, wenn das da vier fährt. Nehmen wir den Vorwitz aber nicht an, Mama. Na? Der ist aber schon auf fein gefärbt, der da, oder? Auch nicht. Aha. So. Jetzt schauen wir mal, wo haben wir denn da jetzt unseren Schwefel? Der müsste jetzt praktisch da irgendwo sein. Meter. 300 Meter. Und Stickstoff. Ist 600 Meter. Das ist der da. Achso, der geht da rein, der Schwefel. Mal schauen, gell. Das, der Schwefel ist da drin, in dem Tal. Der ist da, ja. Haben wir denn da für Qualität? Eigentlich brauche ich nur 60. Wenn wir mehr zusammenbringen, ist auch besser. Der ist rein. Super. Das heißt, da kriegen wir einiges raus und der Stickstoff müsste dann meist da drüben sein. Kupfer, Falk. Was ist denn das? Auch was gewesen. Also da müsste Stickstoff sein. Das schaut aber anders da aus. Ist das der Stickstoff? Oh Scheiße, das ist Wasser, oder? Ah! Will noch der Stickstoff noch? Jetzt war da. Den Haufen Kisten. Oh, das ist schlecht.
Eigentlich bin ich jetzt davon ausgegangen, dass der Depp die Stickstoff da vorne ist, da ist es ein Wasser. Also aber theoretisch beim Stickstoff dann eh schon vorbei noch, ne? Feiere. Bleib stehen. Ach Gott, wir sind mit unserem Eisenbahn schon da, ne? Stickstoff. Das ist schon. So eine Kacke hier. Normale Mine. Das Wasser da. So, wo ist jetzt unser Eisenbahn? Die Lauf. Aber haben die ganzen Kisten hier. Ah, das war verkehrst von oben. Shit. Das heißt, die Lauf da durch hier. Wir sind mit der Eisenbahn da. Das heißt, der Schwefel ist da, der Stickstoff ist da. Mit Eisenbahn steigen wir da jetzt an. Das heißt, wir konnten da am Bahnhof hermachen und konnten den Stickstoff dafür leiten und da, ja, werden wir machen. Das heißt, wenn ich da jetzt vier gehe, dann ist da Schwefel vorne. Oh, schön ausgemalt, alles an. Ja, da ist Schwefel. Das heißt, wir gehen mit Stickstoff da vierer und bauen da vorne. Wächst denn du da? Und bauen da einen Bahnhof her. Eine reine Eisenmine. So, und da müsste gleich der Zug stehen, ne? Ja. Das heißt, wir fahren noch mit 10i4. Kommt man theoretisch. Die Frage ist, wie weit gehen wir nieder? Wir konnten da jetzt eigentlich gleich eine schräge Herde runterfahren. Weil in der Hecke möchte ich den Zug nicht bauen. Ich möchte schauen, über die Bäume bauen, aber nicht in die Hechen da. So, da fahren wir jetzt in die andere Richtung. Wird irgendeiner passen. Ah, da haben wir jetzt ein bisschen Schwarm mit dem Schauen. Da muss es passen. Ja. So, da brauchen wir jetzt einen. Einen da und einen da. Wegen dem Buch. Das heißt, es wird genau da angesetzt, Hälfte. Und genau da Ende. Dann hat man da eine schöne Rundung. Und da wieder auf die Hälfte. Oh, was soll jetzt da?
Das nicht. So, und jetzt gehen wir. Und da. Mal 10 Jahre. Da müssen wir vorne so den 11. setzen und den 12. Das wäre dann der 11. Und wie schaut es aus da mit den Bäumen? Die Hechen, die passen. Ja. Und da setzen wir jetzt an Geraden. Das ist praktisch jetzt unser nächste Gerade. Nummer 6. Da brauchen wir jetzt einen Beschleuniger. Ja, weil da geht es bergauf. Das heißt, da brauchen wir angasen. Aber gerade einmal angasen. Weil es ja gerade ein Stück bergauf geht. So, da brauchen wir jetzt einen Leder. Da ist das gleiche. Hälfte bis Ende. So, Nummer 11, 1, 10. Da haben wir auch noch einen Beschleuniger her. Da haben wir jetzt einen kleinen Beschleuniger mehr her. Nur noch ganz am Anfang da haben wir einen Beschleuniger hin, wo wir gerade schon in die Tubbeine fahren. Und drüben da haben wir noch ein paar Wecker, weil das ist am Anfang ein bisschen zu viel. So, das ist jetzt die letzte. Da bauen wir jetzt dann den Bahnhof. Weil da ist eigentlich so nichts. Also in der Gegend ist kein Feld nicht oder irgendein Ressourcenstoff oder sonst irgendwas. Weil da ist jetzt ein, bis da oben ist ein über Ressourcenstoff, den möchte ich da drüber bauen. Ja. Das heißt, da haben wir jetzt den letzten her. Und den beschleunigen wir wieder. Obwohl. Eigentlich braucht man eine Kreuzung. Oder wir bauen einen Bahnhof einen von beiden, das geht auch. Das wäre auch eine Möglichkeit ohne Kreuzung. Dass man durch den Bahnhof durch muss. So, dann machen wir da mal die Verbindung.
Bahn noch weggerast sind, weil durch die Bahn möchte ich nicht durchgefahren da. Das aus. Ah, okay, da müssen wir jetzt da ein Ding hier bauen. Also das wäre jetzt hier, jetzt sitzen wir so einmal her. Ja, die da jetzt den Weg an, ich weiß sehr, weil sonst wird das nicht. So, und jetzt sitze ich genau da. Ja, ist jetzt blöd. Eigentlich müsste man da sitzen. Weil da taucht nein, geht sich das aus. Bauen wir ein bisschen in Tee. Machen wir das weg. 5. Machen wir da eine. Und du da eine. So, 4. Strom brauchen wir auch. So, Motorsäge, oder wie, was ist denn die Säge, ah da ist sie, ah Kettensäge, Kettensäge, achso, da kommt man gleich Ding hier sitzen, wenn wir schon unten sind. Sieht das aus? Aber sowas von genau. Oh, geht sich das aus? Ja, das geht sich aus. Auf der Ressource sollte man natürlich nicht drauf schneiden, das war blöd. Das geht sich auch noch aus. Ah, jetzt geht der Beton aus. Gleich haben wir, also das heißt, die 3500 Beton sind, wenn man solche Stützen baut, gleich verbaut. Ja, weil da sind so viele Teile verbaut. Da können wir mit Nachfüllen gar nicht nachholen, wenn wir schon Maximum Nachfüllen haben. Ne? Und da gehen noch ein paar Stützen ab. Aber die können wir jetzt auch nicht bauen, weil wir einfach zu wenig vom Material haben. So, AFK.
So. Jetzt müssen wir mal überprüfen. Ja, das ist viel schärfer. Seitdem jetzt an den Greenscreen, also die hat jetzt ein eigenes Licht gekriegt, also der Greenscreen hinter mir ist beleuchtet. Seitdem sind die Konturen extrem scharf. Ja. Mal schauen, ob ich da nochmal das Kappen weg und dann bei meinen paar Haaren, ob das dann auch noch scharf ist, weil das hat sowieso scheiße ausgeschaut. Und ja, aber der Bart ist schon scharf. So, weiter geht's. Da unten müssen wir da was wegrasieren. Weg. Dann da müssen wir drüben den Baum wegrasieren. Also der ist da mittendrin. Haben wir noch was? Das passt alles. Das stört eh nicht. Das schaut sogar cool aus. Da stört auch nichts. Ja, passt. Dann würde ich sagen, wir probieren nochmal aus, die Hyperloop. Bis zum Ende und wieder zurück. So, da bin ich jetzt gespannt. Wir müssen jetzt eigentlich auch viel beschleunigen. Ja, sehr gut. Dann nimmt er wieder ab. Jetzt beschleunigt er wieder. Und jetzt kriegt er sowieso für den Push. Am nächsten Push. Getoren. Da müssen wir jetzt die Push dann weg, da, weil jetzt sind wir wirklich schnell. Ja. Naja. Das heißt, da haben wir noch. Den ersten, würde ich sagen, machen wir den beschleunigen wir. Wie schaut es denn aus mit dem Inventar? Das geht sich aus. Blaupause weg. Standard weg. Da den beschleunigen wir, da den ersten machen wir Beschleunigung. Das ist halt jetzt die Kleinigkeit, wo man sagt, okay, man muss jetzt da ein bisschen herumprobieren. So, brauchen wir einen Strom. Machen wir da her. So. Dann haben wir da eine zweite Beschleunigung, die ist eh schon zu viel eigentlich, oder? Die ist schon zu viel, ja. Blaubahn weg. Ah, da haben wir schon das Ding da. So, da haben wir jetzt einen normalen rein. Haben wir das praktisch auf den Anfang fast verlegt, der Anfang, dann daher, dann haben wir dann eh noch mehr normal und da vorne haben wir auch noch einen Weckern, weil das haben wir einfach zu schnell. Ja, das macht, das ist dann auch, das sollte schon schnell sein, aber sollte nicht so sein, dass man nichts mehr mitkriegt. So, dann haben wir da normal, der beschleunigt. Normal und dann haben wir nochmal beschleunigt. Also den haben wir auch nochmal weg, oder? Den machen wir auch nochmal. Und dann da die sagen, passt das. Dann probieren wir das nochmal aus. Weil das ist für mich auch das erste Mal, dass ich sowas baue.
Mit ein normales Halbkontupf schon, okay, aber mit dem Beschleuniger, das ist zum ersten Mal, dass ich das mache. Das sollte einfach ein bisschen passen, ne? So, dann testen wir das nochmal. Einmal 4 und einmal zurück. Da werden wir dann einen schönen Raum bauen, wenn man aus der Hypertube rauskommt, aber voll gegen die Wand klatscht. Bumm. So, das passt. Da sind wir jetzt eh schon viel schneller als wie normal. Jetzt werden wir langsamer. Jetzt beschleunigen wir nochmal. Dann nochmal. Jetzt haben wir eigentlich schon, das ist eigentlich schon das, was ich eigentlich am Maximum möchte, aber dafür beschleunigen wir nochmal zweimal, dass wir einem hinaufkommen. Da haben wir ziemlich schnell. Ziemlich schnell sogar, aber das passt eh. Jetzt beschleunigen wir nochmal zweimal. Ah, da bremsen wir sowieso. Na? Jetzt hänge ich fest. Ah, das ist blöd. Dann hängen wir nicht mehr fest jetzt. Kommt mal da so da. Da war er mal. Da wollen wir so mal zurück. Ja. Kommen wir jetzt da auf. Also. Ja, dann wären wir jetzt schon da. Das heißt, wir brauchen da jetzt nur eine Kurve. Und so entlang machen wir dann den Bahnhof. Aber ich denke, ich werde das einmal vorbereiten. Also einen Bahnhof werde ich bauen und den zweiten Bahnhof bauen wir dann miteinander. Ich werde drüben anfangen und das sehen wir dann beim nächsten Video. Ich hoffe, ihr habt was Neues gesehen. Neue Ideen. Dürft es gerne nachbauen, gibt kein Patent nicht drauf. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Satisfactory. Ciao. Who I am, I'm making a new plan, rearrange.
changing my life and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about